Hello. I'm the voice from the void. So. Okay. Ja. Heute. Aua. Anlage. Wertanlage oder Anliegen. Tunnelbau. Was brauchen wir dafür alles? Eigentlich bloß Cleanstone für die egal. Diese Schrägen machen wir später. Das heißt, ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Da können wir das Holz mindestens schon gleich reinmachen. Das hatten wir ja mit Dschungelholz gemacht, ne? Und Dschungelholz habe ich ja dabei. Okay, 35. Ich nehme das restliche auch mal noch mit. Danke und danke. Und um das Holz zu platzieren, auch noch unser Replacement Tool, was in der Kiste drin ist. Sehr schön. So, dann klatsche ich hier noch ein bisschen Scheiße weg, damit unser Inventar ein bisschen leerer ist. Ein Goldtaler. Halt. Goldtaler ist ja Gold und damit hier Wertanlage. Leider kann man aus den Goldmünzen nichts machen. Man kann es nicht mal zu Gold irgendwie einschmelzen. Gut, wobei, ganz ehrlich, was soll ich mit 3,5 Stacks Gold? Also ist ja... Ach, halt, ist ja Coin. Ah, nicht doch, Gold. Hä? Okay. Ach so, wegen Goldmünze. Ja. Genau, man kann aber daraus nichts machen. Der ist ein bisschen schade. Vielleicht füge ich da noch ein Rezept mit hinzu, dass man aus Gold Goldbarren machen kann. Vielleicht auch mit ein bisschen Verlust, dass man sagt, okay, aus einem Goldbarren kann man zwar eine Goldmünze machen, aber um aus einer Goldmünze Goldbarren zu machen, braucht man dann halt zum Beispiel, weiß nicht, 4 Münzen, um daraus 3 Barren zu machen. Oder 5 Münzen, um daraus 4 Barren zu machen. Also, dass man quasi ein bisschen Verlust hat. Ne? Wobei, wozu eigentlich? Ist doch egal. So, ab zu unserer wunderschönen Mine. Ich hoffe, die Säge ist da noch da. Ist da noch eine Säge? Steht da noch eine Säge rum? Ja, da ist noch eine Säge. Sehr schön. Dann haben wir also da alles, was wir brauchen. Ach scheiße, habe ich Fackeln dabei? Sag mir bitte nicht, dass ich keine Fackeln dabei habe. Hallo, Fackeln. Scheiße, die waren dann. Na gut, wir haben Kohle dabei. Von daher können wir selber ein paar Fackeln bauen. Ja, aber wo haben wir denn... Achso, klar, die ganzen Fackeln habe ich wieder weggepackt. Ich schon wieder. Was wollte ich jetzt hier? Wollte ich hier irgendwas machen? Ach so, genau. Das Zeug. Das können wir hier direkt da reinschmeißen. Jo. Ach, siehst du, wie viel. Ah ne, genau, Cleanstone haben wir keinen mehr, aber wir haben noch. Wir bräuchten gar keinen Cobblestone abbauen. Wir haben noch Cobblestone. Egal, trotzdem haben wir jetzt lange genug am Hotel gebaut. Wir bauen uns erstmal an der Mine weiter. Because it's funny. Nö, Stöckchen aber keine. Schade. Komm, wir gehen nochmal nach Hause und holen mal die ganzen Fackeln. Ich will jetzt hier nicht extra nochmal einen ganzen Stack voll Fackeln machen. Und dann haben wir hier massig Fackeln überall rumzufliegen. Ordnung ist dafür da, dass man sie aufrecht erhält und nicht direkt wieder über Bord wirft. So, das heißt, Dankeschön. Ne, sonst läuft genauso wie hier mit den Plastidingern, wo wir jetzt hier massig Plastik-Scheiße haben. Wobei es geht, unsere Trash-Kiste nimmt langsam ein bisschen ab. Ne, die war ja damals voll geklatscht mit allen möglichen Scheiß. Hiervon aber auch zweimal. Was sich auch schon gebessert hat. Da hatten wir ja früher massig. Oh, hiervon aber apropos massig. Ich pack das auch mal direkt ins Lager. Jo. So, ansonsten, genau, überall anders ist ein bisschen Ruhe. Ach, hier haben wir auch schon wieder massig überproduziert. Ja, siehst du, wir haben. Genau, Stöcker war das, wo wir auch massig hatten. Ja. Okay, wir haben da Stöcker und wir haben hier Stöcker. Dann kommen die Stöcker hier mal wieder raus.
Stimmt, ja, die Stöckarten war ja hier reingepackt, weil das ja quasi Holz ist. Ne? Was haben wir hier noch? Ein Stock extra. Bullshit, ey. So. Sehr schön. Venia. Was tun wir jetzt? Ich überlege, ob wir die Stöcker hier irgendwie sinnvoll Platz sparen, irgendwo hinpacken können. Aber man kann aus Stöcker nichts machen, woraus man denn wieder Stöcker machen kann. Mal gucken, was kann man alles aus Stöcker machen? Man kann daraus... Ah, was ist das? Kleines Bündel Stöcker. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Boah, Alter, 191 Ritz. Ach du Kacke. Ach klar, Leitern zum Beispiel. Hä? Das ist schon wieder so typisch, meintest. Ja, danke. Und wenn man selber das macht, hat man garantiert das Rezept, wo man nur vier Leitern bekommt. Einfach so. Muss so. Oh, halt, was hat man hier? Gardinen, ja, nee, daraus kriegt man aber keine Stöcker wahrscheinlich wieder. Es geht ja nur darum, diese Stöcker irgendwie platzsparend irgendwie wegzupacken, sodass man daraus später aber wieder bei Bedarf Stöcker bekommt. Alter, es kommen noch über 100%. Komm, nee, kein Bock. Okay, das heißt, man kann tatsächlich Stöcker gut bündeln. Ja, dann machen wir das. Gut. Das heißt, raus. Dann könnte ich mal diese ganzen Drecksstöcker hier weg. Alles. Apropos Drecksstöcker, Alter. Was ist denn da trotzdem wieder los mit diesem Dreckshund? So, Stöcker haben wir. Das bitte einmal so. Und wie war das jetzt? So hier? Nein. So hier, genau. Bam. Easy. Jetzt haben wir hier nicht mehr so viel Dreck drin, sondern haben hier ein paar kleine Stockbündelein. Und das sehen können wir dann später. Also ist jetzt ein bisschen platzsparender, aber daraus können wir später wieder Stöcker machen. Genau so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Was ich nicht verstehe, ist, wenn wir aus einem Stockbündel vier Stöcker machen können, warum kann man denn nicht auch aus vier Stöckern ein Bündel machen? Ne? Einfach irgendwie so hier, dass man daraus irgendwie ein Bündel bekommt. Oder habe ich hier was verpasst? Ne. Digging by chance? Schönes Feuer? Lol? Oh, ein Kamin. Ui, ein paar schöne Rezepte. Ein Kamin. Kann man mit dem Kamin irgendwas Sinnvolles machen? Fireplace. Ich würde jetzt gerne einfach mal so einen Kamin bauen. Mal gucken, was man damit alles machen kann. Ich meine, wirklich benutzen könnten wir ihn ja nicht, weil wir könnten zwar hier stattdessen Kamine reinmachen, aber das passt denn von der Farbe her nicht, dann müssten wir das hier oben auch schwarz machen, da die Kamine ja schwarz sind. Das heißt, optisch gesehen würden die hier nicht reinpassen. Aber die Frage ist halt, ob die eine besondere Funktion haben, die sich dann wiederum lohnen würde. Weißt du was? Fuck off, wir bauen einfach mal einen Kamin, bauen wir. Und dann klatschen wir einfach irgendwo in den Keller unten. Ich meine, im Keller sowieso noch massig Platz. Da können wir ruhig Platz ein bisschen verschwenden. Weg. Wie war das jetzt? Wir brauchten ein so ein Bündellein und zweimal das. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das denn gute Funktion hat. Nee, aber es macht Licht. Okay, es reagiert weder auf Linksklick noch auf Rechtsklick. Man kann damit also gar nichts machen.
Es steht einfach nur da und macht Licht. Also ein bisschen total useless. Ah, okay, was soll's. Dann ist es halt so. Schade eigentlich. Was aber bestimmt geil wäre, ist das mit dem Lagerfeuer. Bin ich mal gespannt, wie das Ding aussieht. Wie war das jetzt? Lagerfeuer war was? Okay, zwei Stöcker und dann. Okay. Quatsch, zwei Stöcker sag ich schon. Zwei Fackeln. So. Oh, wie süß. Tut das weh? Ja. Oh, ist das geil. Och, und dann löscht es aber. Oh, schade. Na. Das ist natürlich schade. Die Frage ist, können wir das irgendwo hinbauen? Weil es sieht halt ultra süß aus. Ich will das haben. Nur eben, da wäre halt die Frage, wo? Wir wissen auf jeden Fall, dass es geht und dass es schön aussieht. Das heißt, wir können es später irgendwo hinbauen. Jetzt erstmal nicht. Gut, jetzt haben wir gerade dafür zwei Fackeln verbraucht. Schade eigentlich. Naja, was soll's. So, was wir aber mitnehmen, sind auf jeden Fall die Fackeln, um die mal in, wir wollen ja da in die Höhle jetzt mal ein bisschen Licht reinmachen hier. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. So. Ja, hier ist noch gar nichts gewachsen. Das ist immer noch alles hier auf Anfangsstadium. Danke dafür. So, dann machen wir mal. Haben wir doch hier drinnen, ne? Genau. Dich da rein. Da. Ach komm, kannst wieder rauskommen. Bisschen Nahrung ist nicht verkehrt. So, und wir gehen mal hier zu unserer wunderschönen Höhle. Machen hier mal ein bisschen Licht. Ich mache erstmal hier so Fackeln hin. Ob wir die dann hier so lassen, können wir später entscheiden, aber erstmal, damit wir überhaupt ein bisschen Licht haben, machen wir sie einfach mal dahin. Und dann würde ich mal sagen, auf los geht's los. Feuer frei. Ich mache am besten erstmal in der Mitte. Wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. Ein bisschen lang, oder? Okay. Ich drehe mich mal ein bisschen um. So. Damit wir hier mal ein bisschen was sehen. Okay, ob wir jetzt wirklich so lang bauen, obwohl doch, von der Gesamtlänge her, das ist schon. Doch, das machen wir so. Die Frage ist halt, ob wir hier hinten irgendwie wieder raus. Nee, Quatsch. Okay. Nicht, dass wir jetzt durch den Berg durchbrechen. Das wäre mir ja nicht so angenehm. Ach, hier schon wieder massiv Scheiße. Upsala. Kann er gleich wieder hier wieder anfangen zurückzubauen. Tja, hätte man eigentlich auch gleich mal eine Schippe mitnehmen können. Wie scheint, brauchen wir nicht auch eine Schippe. Okay, gut, dann gehen wir nochmal in die Hütte. Alter, ey, das ist ja hier. Bin immer wieder erschrocken, wie schnell eigentlich so Regenbogen-Sachen kaputt gehen. Und ich bin immer mehr am Überlegen, ob wir nicht doch einfach die Werkzeuge einfach immer neu bauen, statt sie zu reparieren.
Weil ganz ehrlich, wir brauchen halt das Regenbogenzeug nicht. Das Einzige, wofür wir Regenbogensachen brauchen, ist halt für Werkzeuge. Und ja. Wenn wir den aber immer wieder reparieren, dann wird es halt auch. Ach, siehste, apropos. Okay. Wollte gerade sagen, wir können ja auch nochmal eine Rüstung bauen, aber wir haben bereits eine Rüstung. Aber wir könnten eine Ersatzrüstung bauen. Nochmal. Bevor wir das ganze restliche Zeug verschwenden. Die können wir dann nicht sogar irgendwo hinstellen. Hier so zum Beispiel. Dann mache ich erstmal so einen Armor-Stand. So einen Armor-Stand meine ich doch. Armor, klar. Da brauchen wir aber Stahl für. Und Stöcker. Und jetzt muss man gucken, wie das Ding nochmal geht. Armor, war es einfach in der Mitte irgendwie? Ach, ich probiere einfach mal selber hier. So, so, so. So, ja, das geht so schon mal nicht. Ach, das geht so schon mal auch nicht. Schade eigentlich. Wie ging das? Ach komm. Armor. Ach, das ist doch. Ach, okay, gar nicht direkt. Digga, seit wann ist das so teuer? War das schon immer so teuer? Okay. Ja. Aus der Traum vom Armorstand. Haben wir noch ein paar Holzzäune? Ja. Okay. Einmal. Ja, hat der gut funktioniert. Da. Bap, bap. Dankeschön. Und jetzt kommt das Ding da so. Dankeschön. Dahin. Perfekt. So, der kommt jetzt nach da. Und dann bauen wir mal hier nochmal mit Armor. Mit Armor, klar. Hier nochmal eine schöne Rüstung. Eine formschöne gerüstete Rüstung. Eins, zwei, drei. Und dann nochmal ein T-Shirt. Ja, hat ja perfekt funktioniert. Und nochmal ein Schild. Ach so, scheiße, ein Schild können wir hier aber gar nicht jetzt aufgehangen. Ha! Ja, hat ja gut funktioniert. Gut, dann bauen wir so nochmal ein Item-Frame. Haben wir das auch. Packen wir einfach den hier rechts daneben oder? Nein, nee, doch, hier auf der Seite. Item-Frame. Wie war das? Ach so, mit dem Blatt Papier. Ja, okay. Siehst du schon, brauchen wir Stecker. War das klar oder war das klar? Das war klar wie Kloßbrühe. So, dann haben wir also ein Stack an Stecker. Papier. Papier ist hier oben. Plastik, 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 Papier. Eins. Reicht vollkommen aus. So, hallo, danke. Genau, ist auch protected. Alles andere wäre auch ein bisschen blöd. Perfekt. Andererseits... Warte mal ganz kurz. Ich baue mal noch eins. Ach was, nee, komm, machen wir nicht. Also doch, doch, also noch eins bauen, ja. Ich wollte mich jetzt noch ein Schwert bauen. Aber ganz ehrlich, Schwert können wir, weil das, was wir haben, brauchen wir. Obwohl doch, wenn wir in Höhlen gehen, dann sollten wir doch schon ein Schwert dabei haben. Also erstmal brauchen wir hier nochmal hier so ein Ding. So, das Klatschen war da drunter. Dann kommt... Achso, lol. Das dahin und dann bauen wir nochmal ein Schwert. Und das kommt dann da drüber. So, perfekt. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ah, tja. Sehr schön. So, und jetzt mit dem restlichen. Die restlichen nehmen wir einfach mal mit. So. Spitzhacken werden wir leider einige brauchen. Achso, ich wollte noch eine Schippe mitnehmen. Ah, die ist auch schon fast kaputt. Ja, achso, siehst du, wie viel Regenbogen haben wir jetzt noch? Haben wir noch einen Stack übrig? Ja, okay, gut.
Der eine Stack, der bleibt dann auch übrig. Dafür ein bisschen Reserve zu haben, ist nicht verkehrt. Aber eben, ein Stack reicht halt aus. Drei Stacks an Rainbow Ore ist einfach, das bringt nicht so viel zu lagern. Nicht, wenn wir dafür, um die vorhandenen Sachen zu reparieren, massig Eisen brauchen. Das ist dann irgendwie ein bisschen sinnfrei. Ich meine, okay, klar, ist natürlich jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis her preiswerter, bei weitem. Weil massig Eisen abbauen geht halt schneller als irgendwie eine Rainbow-Katze da irgendwo zu köppen. Aber wie gesagt, wir haben halt massig Rainbow, von daher ist das einfach eine Frage der derzeitig objektiven, naja, subjektiven Lage. Hier ist alles weg. Den Boden könnte ich eigentlich auch gleich auswechseln, wobei hier hinten sieht man es wahrscheinlich nicht, aber hier vorne. Mal gucken, mach mal, wenn das weit ist. Jetzt fängt er unser Hund hier an rumzubilden. Direkt einschläfern. Wenn ich so weitermache, denken dann noch alle, ich bin Tiermörder hier. Also eigentlich bin ich ja total tierlieb. Das liegt nur daran, dass Hunde für mich keine Tiere sind. Hohoho. Okay. Jetzt hassen mich alle Hundebesitzer. Ja, danke dafür. Nein, wie konnte das passieren? Oh, hab's sogar noch geschafft zu essen, bevor der zweite Todesstoß kam. Gut, okay. Ich glaube mal, wir machen jetzt mal Feierabend hier. Achso, halt. So. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja. Haben wir endlich mal wieder ein bisschen Cobblestone. Bis dahin.